Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Information vor dem eigentlichen Video. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir uns jetzt gerade eben hier im Titelbildschirm befinden. Das liegt daran, dass diese und die nächste Folge, beziehungsweise diese und die vorherige Folge, ich benutze jetzt hier diese Aufnahme für beides, ja, die habe ich leider zu früh released, weil ich anscheinend zu dusselig war, um das richtige Datum einzustellen. Deswegen muss ich das Ganze re-uploaden und habe jetzt sozusagen jetzt hier diese Information vorne weggelegt. Das heißt, ein paar von euch haben diese Folge vielleicht schon gesehen. Das ist, das könnt ihr euch ja, an der Nummer des letzten Endes, die ihr euch hoffentlich gemerkt habt, müsste Folge 12 und 13 sein. Ja, vielleicht noch erinnern. Auf jeden Fall ist hier quasi nochmal dieselbe Folge wie von ein paar Wochen zu sehen. Ich wünsche euch trotzdem gute Unterhaltung, auch denen, die sie vielleicht schon gesehen haben. Wie gesagt, war mein Fehler. Ich möchte mich dafür entschuldigen, ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Und jetzt viel Spaß bei der eigentlichen Folge. Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei der Long Dark, bei dem Schwierigkeitsgrad Eindringling. Wir sind am Bauernhof wieder angekommen. Huch, ich war ja ganz woanders. Ich dachte, ich habe echt gedacht, ich bin im Elternschlafzimmer gelandet. Tja, so irrt man sich. 12 Stunden Tageslicht übrig. Aber wir haben es geschafft. Wir sind mitten in der Nacht umhergeirrt. Ich wette, ihr habt genauso wenig gesehen wie ich. Aber wir können jetzt wieder Sachen ablegen und unseren Plan fortführen. So, wir brauchen auf jeden Fall dieses Wasser hier. Das müssen wir auf jeden Fall dann noch abkochen. Da sind wir schon bei 34, bei 41%. Holz gibt's hier. Nehme ich mal 4 Stück mit. Und ich guck mal vor die Tür. Es ist auf jeden Fall so, dass wir was sehen. Ja, ich möchte jetzt auf. Ich möchte auf diesen scheiß Wolfsberg. Das muss doch machbar sein. Minus 36 Grad. Da drüben sind immer noch Wölfe. Diesmal nehme ich den deutlich direkteren Weg. Die Weggabelung hat uns gerettet hier an der Stelle, weil ich wusste, dass an der Weggabelung, da ist man dann richtig für den Bauernhof. Wenn da links hier diese Hölzer auftauchen, so wie wir gelaufen sind, dann ist man richtig. So, schon halb fröstelnd. Kaum ist man draußen, ne? So, aber jetzt laufen wir so quasi querfeld ein. Denn so kommt man auch zu dem ollen Teil. Wir haben jede Menge Stöckeli aufgegeben für die Aktion letzte Nacht. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Und auch Stoff. Stoff ist auch weg. Na, rennen wir nochmal ein bisschen. Wie lange leben wir eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Ich müsste dafür jetzt kurz mal ins Tagebuch gucken, aber das mache ich erst dann, wenn es mal irgendwo warm ist. Immerhin ist hier mal kein Wolf. Wir wissen, da drüben ist nochmal ein Stückchen Fleisch. Und ich möchte den auch irgendwann mal noch holen. Boah, es wäre so schön, wenn wir es hinbekommen könnten, entsprechende Klamotten zu craften. Rehlederstiefel, Rehleder, Hose und so weiter. Das wäre doch der Knaller. So, immerhin haben wir es jetzt schon weiter geschafft als gestern. Und warum machen wir das eigentlich? Ja, ganz einfach, weil es da oben Essen gibt. Sowas hier zum Beispiel. Und wenn ich das hier sehe, nehme ich es auch natürlich gleich mit.
Ich habe den Eindruck, ich achte gerade eben darauf, dass wir uns ein bisschen stärker, also schwerfälliger, auf nicht schwäbisch, bewegen, wenn wir unterkühlt sind. Das macht natürlich absolut Sinn. Wäre aber ein schönes Feature für den Realismus des Spiels. Da drüben ist die Brücke, ich wollte schon Leiter sagen. Und dann kam mir als nächstes Treppe in den Sinn. Und ich wusste bei beidem, nein, es ist zwar auch aus Holz, aber das ist es nicht. So, jetzt kommt die Sonne endgültig raus. Minus 33 Grad. Wie schaut's? Wir müssen da weiter. Spannendste Teil wird sein, da hochzusteigen. Ich hoffe, das können wir überhaupt. Na gut, ich habe im Zweifelsfall Kaffee dabei. Kaffee hilft uns auf jeden Fall. So, nee, okay, es war anscheinend nur der Gegenwind, der das, den Effekt ausgelöst hat. Aber das ist ja auch schon sehr viel Realismus. Wobei ich das jetzt nicht mal abstreiten will, dass wir uns nicht vielleicht doch ein bisschen schwerfälliger bewegen. Weil es kalt ist. Möchte ich jetzt im Spiel nicht in Abrede stellen, dass es so ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dusselig, um es zu bemerken. Na. Take it! So, und da oben werden wir hoffentlich fündig, dass da was liegt. Nee, da liegt nix. Aber ein Häselchen hobbelt da rum. Ja, gehen wir da weiter. Ich glaube, das ist die Richtung. Ich glaube, das ist die Richtung. Weil ich glaube, da vorne ist jetzt diese Bärenhöhle und nach der Bärenhöhle kommt dann der Skistand bzw. der Hochstand. Und nach dem Hochstand kommt links dann der Aufstieg. Ich hoffe bloß, dass der Bär nicht da ist. Der Bär könnte uns nämlich so ein bisschen vom Weg abzwingen. Ah, natürlich ist er da. Er kommt natürlich gerade raus, wenn ich hier vorbeikomme. Ah. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal an ihm hier noch so vorbeizukommen, ne? Weit genug weg sind wir ja bis jetzt noch. Bär wäre jetzt tödlich. Genauso wie ein Wolf. Ohne Diskussion. Und jetzt schnell. Boah, wir sind schon so dermaßen unterkühlt. Also ich muss auf jeden Fall in den Bunker rein. Und ich hoffe, dass der Bunker dieses Mal für uns ein bisschen mehr Wärme parat hat. Sonst sind wir nämlich im Arsch. So, da vorne ist jetzt wieder der Hochstand, wie angesprochen. Und wir bei 47%. Oh, da liegt ja einer. Der könnte was dabei haben. Nicht mal eine Unterhose. So,
46%. Wir gucken mal, ob da was drin ist. Ein Buch. Und sonst nichts. 45%. Hier ging schon besser, aber auch schon schlechter. Oh Mann, oh Mann. Ja, wirst du. Aber das schaffen wir. Chaka, du kannst es schaffen! Muss einfach nur selber Mut machen. Ich meine, was hast du denn für eine Option, ne? Keine andere. Wir sind jetzt schon hier. Und ja, ich weiß, dass es halber Wahnsinn ist, was wir hier tun. Aber nur halber. Darauf bestehe ich. Na toll. Na. Sweet. Und ich hoffe, dass der jetzt warm ist. 4 Grad. Boah, zum Glück. Ansonsten hätten wir jetzt echt ein Problem gehabt. Und wir müssen jetzt natürlich auch was essen. Dass wir jetzt da nicht deswegen auch noch Prozente verlieren. So, wir suchen jetzt erstmal hier alles ab. Und danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Metallschrott nehme ich. Oh, wow, richtiges Essen. Hundefutter, richtiges Essen. Ja. Oh, ja, das ist jetzt richtiges Essen. Boah, ey, ist das jetzt. Das ist ja hier gerade Paradise. Wenn ich jetzt noch was kriege, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Metallregal. Ich guck noch nicht, dass da was drauf liegt, denn ich möchte gerade kein Feuerzeug verwenden. Beziehungsweise kein Streichholz. Wie viele haben wir noch? Ach, fuck. Ist da irgendwas drunter? Da vielleicht drunter? Nein, leider nicht. Temperatur steigt. ...27 Minuten, komm, da geht die Temperatur ein bisschen hoch. Ist da noch was drin? Kann ich hier was machen? Oh ja, das kostet auch 15 Minuten. Wenn wir Stoff hätten, könnten wir eine Fackel machen. Ein Angelhaken. Warum eigentlich nicht? Ich meine, eine Angelschnur kriegen wir aus einem Darm. Und damit haben wir einige. Haben wir schon mal einen Angelhaken? Einer reicht ja auch von Anfang. Ja, da hinten sind die Wunschvorstellungen versteckt. Hey. Aber auf die brauchen wir so bald gar nicht einlassen. Moment. Daher wir jetzt sowieso da hoch wollen. Können wir auch jetzt richtig in die Vollen gehen. Wir müssen jetzt hier alles ohnehin auf eine Karte setzen. Richtig? Richtig. Also macht's keinen Unterschied. Wenn ich da hochgehe, will ich wenigstens einigermaßen ausgeruht da oben sein. 3 Stunden. Dann sind wir auch wieder ausgeruht. Und dann haben wir auch die Power zum Klettern.
So, Wärme ist gut. Dann geht's nach draußen und hoch. Erstmal zum Üben die Leiter und dann das Seil. Ich gucke nur paranoid in die Richtung wegen einem potenziellen Bär. Ich weiß gerade eben nicht, ob wir es komplett hochschaffen. Aber ich glaube ja. Ja, das schaffen wir. Sehr gut. So, liebe Leute, wir sind tatsächlich dämlich genug und klettern hier hoch auf den Wolfsberg in dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad des Spiels. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt eine Säge finden. Und jede Menge andere Goodies. Wir schnaufen immer noch wie eine Dampflok. Aber immerhin hat es nur minus 6 Grad. Das hält man eine Weile aus. Na, wann kommt denn jetzt endlich der Übergang? Braucht, glaube ich, schon noch eine Weile. Das ist, glaube ich, um die Ecke da drüben. Aber ich bin so ungeduldig. Da sind wir. Ah, habe ich nicht aufheben können. Weil ich daneben geklickt habe. Jetzt wissen wir auch, warum ich mit den Gewehren immer so daneben schieße. Ich treffe nicht mal vor mir einen Stock. Und wir haben noch 5 Stunden Tageslicht übrig. Also wir haben jetzt gerade eben, glaube ich, so 14 Uhr oder so. Im Spiel. Vielleicht auch 13 Uhr, je nachdem. Es könnte auch 12 Uhr sein, wenn da jetzt die Sonne so untergeht. Nee, es muss ein bisschen später sein. Weil wir haben ja immer so einen 12-Stunden-Rhythmus. Also wird es eher so 13 Uhr sein. Es gibt ja immer 12 Stunden Nacht, 12 Stunden Tag. Das wäre auch mal krass, ne? Wenn das Spiel jetzt auch tatsächlich Jahreszeiten bekommen sollte. Ich habe mal was gehört. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt wirklich gemacht wird. Aber stellt euch mal vor, Jahreszeiten. Dann kommst du irgendwann mal in die Phase, wo die Tage länger sind. Die Nacht deutlich kürzer. Das heißt, du kannst mehr machen. Und dann kommst du irgendwann mal in die Phase, wo die Nächte länger werden und du musst mehr machen, ob es dir gefällt oder nicht. So, ich kühle schon wieder aus, deswegen renne ich jetzt. Oh, guck mal, was da liegt. Das kann man ja nicht verkommen lassen. Auch wenn es uns echt nicht gut geht. Ja, es geht ja irgendwie auch nur darum, jetzt zu überleben, ne? Einfach noch einen Tag dranhängen. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Risiko einer Unterkühlung. Puh. Wir rennen halt auch mega viel, ne? Das viele Rennen sorgt natürlich schon irgendwo dafür, dass wir auch sehr viel Kalorien verbrauchen. Aber du bist auch irgendwo dann dazu gezwungen zu rennen, damit du schnell wieder irgendwo reinkommst. Die Kälte tut ja ihr Übriges. So, jetzt sind wir gleich da. Und ich bete wirklich inständig, dass wir eine Säge finden. Aber wir müssen jetzt so oder so erstmal rein in die Stube. Es läuft auf jeden Fall gerade aktuell kein Wolf da rum.
Holz hat's einiges. Komm, geh zu. Der Zettel, den nehmen wir. Wir suchen jetzt erstmal alles ab hier. Und finden einen gefrorenen Angler. Etwas Essen. Ein bisschen davon. Nur eine Kiste. Eine Thermoweste. Aber anscheinend keine Säge. Verflixt. Letzte Hoffnung. Metallschrott. Handschuhe, okay. Streichhölzer, immerhin. Und dann noch ein Nähset. Hier drin hat es momentan 4 Grad. Ich guck noch unter die Sachen. Ich weiß, dass da ein Seil ist. Ich leg's auch dahin, dass wir es nicht übersehen. So, ich nehme jetzt hier die Kiste auseinander, weil ich mich an diesen 4 Grad hier laben will. Dasselbe mache ich hier. Boah Gott, sind wir ausgelaugt. Das geht so mega dreckig, das gibt's echt nicht. Oh, guck mal, was da liegt. Versteckt unter der zertrümmerten Kiste. Ja, man muss doch genau nachschauen. Ein bisschen Temperatur gerade eben angesammelt. Es wird Zeit, sich da unten umzuschauen. Nee, da ist nix. Und hier fangen jetzt gleich die lootbaren Sachen an. Boah, wir sind so mega müde. Ich muss gleich da drin einen Kaffee trinken. Erstmal einen Kaffee. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.